Eine Sache, die sich im Leben drastisch verändert, ist, wenn man in die Phase ankommt, wo man Geld verdient. Eine der wichtigsten Sachen im Leben. Weil, ob wir es wollen oder nicht, nichts funktioniert ohne Geld. Alles, was ihr macht im Leben, kostet Geld. Egal, ob ihr am Handy seid, aufs Klo geht oder stirbt. Könnt das Hässliche eh nicht entkommen. Außer reisen einen anderen Kontinent, aber selbe Konzept. Und sind wir ehrlich, viele von uns Erwachsenen sind noch nicht voll entwickelt. Denn unser Gehirn ist noch nicht komplett ausgereift, bis ca. 25. Heißt, es sind Kinder mit erwachsenem Geld. Und das ist keine gute Kombination. Stellt euch einen 10-Jährigen vor mit 500 Euro. Sagt den kleinen Guy, hier, du bekommst einen Minecraft-Skin für 50 Euro. Er würde direkt zuschlagen, ohne zu wissen, dass ich es free gedownloadet habe. Viele Leute, die Geld besitzen, haben angefangen, irgendwas zu sammeln. Sei es Pokémon-Karten, Briefmarken oder Twitch-Monate. In meinem Fall sind es Spiele. Und verdammt nochmal bin ich schlecht darin, mich zu kontrollieren. Man denkt, ich bin in ein Alter angekommen, dass ich sehr gut mit meinem Geld umgehen kann. Aber ich habe eine Steam-Library von Spielen, die ich noch nie angefasst habe. Weil ich mir gedacht habe, oh, das sieht gut aus. Und dann realisiert habe, dass ich es eigentlich nicht spielen will. Ich werde auch immer in Versuchung gebracht von Ultra Deluxe Super Editions, wenn ich mal wirklich ein Spiel mag. Und meistens einfach nur ein Skin, wofür ich 30 Euro mehr ausgegeben habe. Und am Ende spiele ich maximal nur 5 Stunden. Ich bin Teil des Problems, warum dieses System noch existiert. Als Kind habe ich Sachen länger benutzt und wertgeschätzt. Denn Geburtstage und Weihnachten gab es nur einmal im Jahr. Also musste ich immer wieder dieselben Spiele spielen, die ich besitzt habe. Und ich kann nicht aufzählen, wie oft ich meine Nintendo 64 Spiele immer wieder gespielt habe, ohne es überhaupt durchgespielt zu haben. Und heute kaufe ich mir ein Spiel und nach 30 Minuten schließe ich es wieder, weil es mir doch nicht gefällt. Was natürlich aber auch Sinn ergibt, weil wenn etwas schwieriger zu bekommen ist, schätzt man es auch viel mehr wert. Dadurch habe ich endlich diesen Satz verstanden. Wir haben Essen zu Hause. Denn wenn ich jedes Mal McDonald's haben kann, wann immer ich will, will ich es irgendwann auch nicht mehr. Allgemein ist der Wert von Geld anders geworden. Mit 5 Euro früher war ich froh. Ich konnte Wassereis kaufen, ein Stück Pizza, Chips oder Center Shocks. Aber heute bekomme ich einen halben Döner. Ich merke einfach, dass man als Kind sich viel besser entertainen konnte, ohne Geld auszugeben. Vielleicht machen wir Erwachsene alle was falsch. Und sollten was von der neuen Generation lernen. What are your thoughts on Millennials? I mean, it's pretty fire. I wish I could go back and meet some of my ancestors. The drip wasn't as good. What does drip mean? Like style. Yeah, like if you see me right now, you say I'm drippy, right? I'm back with the gen once again! Yes, sir! Ich glaube, ich springe lieber von der Brücke. Was ich immer gedacht habe, was ich mache, ist Anime-Figuren sammeln, wenn ich Geld habe. Aber was ich realisiert habe, es ist trotzdem stinkteuer in Deutschland. Die Preise sind in Japan viel günstiger, weil obviously die da produziert werden und man muss keine Exportkosten zahlen. Aber eine andere Sache, die ich bemerkt habe, ist, ich fühle nichts, es zu kaufen. Nur wenn ich mir die als spiele, freue ich mich. Deswegen gebe ich lieber Geld aus für Crane Games. Auch wenn ich es öfters daneben für weniger kaufen kann. Aber wisst ihr, wo ihr free Anime-Figuren sammeln könnt? Sponsorship. Now! 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 Honkai Star Rail, das Game, was die Game Awards 2023 als Best Mobile Game gewonnen hat. Honkai Star Rail, das Game von den Machern von Genshin Impact. Honkai Star Rail, das Game, wo ich eine Zeit lang nicht aufhören konnte, es zu spielen. Wird die Main Story von Panaconi in Version 2.2 beendet, die Geheimnisse werden gelüftet mit Epic Boss Battles, dazu kommen noch viele neue Events mit neuen Game Modes. Das Beste, sammelbare Charaktere. Robin ist eine Sängerin, geboren in Panaconi. Sie ist ein Physical-Type-Charakter, die ihr Mikrofon als Waffe benutzt. Mit ihrer Ulti kann sie exklusive Hintergrundmusik triggern und dazu gibt sie jedem in der Party einen Crit-Damage-Boost. Das ist cool, aber das Beste ist ihre Mikrofonwaffe. Ein anderer sammelbarer Charakter ist Bootle, ein Cyborg-Cowboy, ein Member der Galaxy Rangers, ist carefree und ist in der festen Überzeugung, dass Gewalt die Antwort ist zu allem. Die perfekte Abbildung eines wahren Amerikaners. Neben den zwei neuen kommen auch alte beliebte Charaktere zurück, Topaz mit seinem Haustier Conti und Fushan. Klickt den Link in der Beschreibung und downloadet euch Honkai Star Rail und loggt euch ein, wenn die Version 2.2 draußen ist. Für 10 Free Pulls und benutzt die Codes für jeweils 50 Stellar Yarde. Vielen Dank an HoYoWorlds für das Sponsoring dieses Videos. Allgemein ist alles nur ein Kampf gegen einen Impuls. Denn wenn man die Option hat, sich zu kaufen und man weiß, man braucht es nicht, aber für den Fall, dass man es bräuchte, hätte ich es. Einer meiner letzten größeren Einkäufe war ein Raumpurifier. Ich dachte, es wird was sehr Nützliches sein und mich gesund machen, aber am Ende steht es nur in der Ecke. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, denn ich merke ehrlich gesagt nichts. Und vieles in meinem Leben ist nur noch ein Impulskauf. Meine VR-Brille, mein Steam Deck, meine Katzen, meine 30-Tage-Lieferservice-Challenge, alles entstanden, weil mein inneres Ich auf einmal wollte. Ich glaube, es ist nicht wirklich nützlich. Ich glaube auch nicht. Irgendwann sollten wir ihn einsperren. Aber zum Glück werde ich immer ruhiger mit den Impulskäufen. Denn über die Jahre werde ich immer weniger materialistisch. Ich hatte meine Extremphasen, wo ich zum Beispiel jeden Monat neue Kleidung gekauft habe. Aber langsam weiß ich nicht mal, was ich will.
vielleicht glücklich sein. Das ist wohl einer der Gründe, warum materialistische Geschenke bei mir nicht so wirken. Weil, wenn ich es unbedingt haben wollen würde, würde ich es mir selber kaufen. Ich merke einfach, wie der Wert von Erfahrung viel wertvoller ist als ein teures Kleidungsstück oder ein Auto. Eins, was ich aber immer noch nicht überwunden habe, sind gebrauchte Sachen kaufen. Ich weiß, dass sie viel billiger sind und meistens auch genauso gut funktionieren wie brandneue, aber ich komme einfach nicht damit klar, ein Gerät nicht komplett neu zu haben. Ich glaube, ich habe einfach ein Perfektionismusproblem. Deswegen kaufe ich Deluxe Ultra Edition Games, weil ich alles haben will. Und bei Gebrauchtwaren denke ich einfach, dass es keine 100% sind. Obwohl das vollkommen Quatsch ist. Es gibt ein altes Sprichwort von: Als Kind hat man kein Geld, viel Energie, viel Zeit. Als Erwachsener hat man viel Geld, viel Energie, keine Zeit. Und als Rentner hat man viel Geld, wenig Energie, viel Zeit. Was komplett falsch ist, weil mein Leben mehr so aussieht. Aber dieses Sprichwort hält schon seine Wahrheit. Denn wie jeder vermuten kann, gibt es nur eine Möglichkeit, das Geld zu steigern. Und Arbeit nimmt das weg. Deswegen ist es wichtig, eine gute Balance zu finden. Denn es ist egal, wie viel Geld ihr habt, wenn ihr nicht die Zeit habt, es zu verschwenden. Ich würde immer noch gerne reich sein, aber langsam finde ich die Schönheit in Erfahrung und merke, wie ich immer glücklicher werde. Das zu machen, worauf ich Bock habe. Auch wenn es immer im Hinterkopf eine Sorge ist, dass ich pleite gehe oder meine Familie nicht das geben kann, was ich möchte. Aber am Ende ist Geld nur Zeit und Energie. Und manchmal ist es wichtiger, Zeit und Energie die Leuten zu geben, die euch wichtig sind. Denn das hat mehr Wert als alles Geld der Welt. Außer wenn es 10 Millionen sind. Dann ist es mehr wert. Nimmt lieber die 10 Millionen.